Hamburg 1 und Hamburg.de präsentieren die Hamburg-Tipps im Frühcafé. Rot markieren, vielleicht mit Rotwein. Da steht zufällig eine Flasche, aber auch Weißwein. Ich freue mich, dass ich Besuch bekommen habe. Lena Wittneben ist da. Grüße dich, guten Morgen. Moin Marco. Und Kerstin Riefert. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ja, ihr habt Wein mitgebracht. Ihr dürft wiederkommen. Das hat jetzt natürlich einen guten Grund. Und zwar, endlich sind wieder Events möglich mit mehreren Teilnehmern, Zuschauern. Da haben wir eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe es angekündigt am 22. im Food Lab. Was genau passiert da? Was erwartet die Hamburger da? Genau, nächsten Freitag geht's los, das hast du schon verraten, das Food Lab in der Hafen City. Und Kerstin und ich, sie ist die Kennerin für den Wein. Ich bin eine Weinliebhaberin, ein Frischling sozusagen. Ich komme über die Parfumschiene und wir haben einfach endlich wieder Lust, Menschen zusammenzubringen, eine lange Tafel gemeinsam zu genießen und veranstalten deshalb gemeinsam Winetainment. Winetainment. Mhm. Kerstin, du als Weinexpertin, kann man dich so bezeichnen? Aus meiner Sicht ja. Du bist relativ neu mit dabei. Wie bist du dazu gekommen? Pure Leidenschaft. Also ich bin eigentlich aus der IT, habe das jahrelang auch sehr gerne gemacht und hatte aber immer so ein bisschen den Hang zum Wein, komme aus der Weingegend, bin im Badischen aufgewachsen. Und das Thema hat mich nie verlassen. Auch beruflich war ich immer bei Händlern, die irgendwas mit Wein zu tun hatten. Und letztes Jahr habe ich beschlossen, Corona sei Dank so ein bisschen, dass ich mich damit selbstständig mache, mich tiefer reinfuchse in das Thema. Mache auch jetzt aktuell gerade noch ein Fernstudium zur Wein- und Genussexpertin. Sehr schöner Titel, wie ich finde. Ja, wusste ich nicht, dass man das studieren kann. Aber. Genau. Und also liebe mittlerweile dieses Thema so sehr, dass ich mich auch extrem freue, mit Lena solche Veranstaltungen zu machen. Ja. Lena, bei dir ist ja Schwerpunkt Coach und Edutainment sozusagen. Das lag dann natürlich irgendwie nahe. Ihr habt euch online sozusagen kennengelernt und gemerkt, das passt. Da kann man mal was machen. Man sitzt jetzt natürlich nicht nur im Food Lab an einer tollen Location und trinkt Wein, sondern es gibt natürlich auch noch was für den Kopf. Absolut, ja. Also Edutainment und Wein, Winetainment, die Brücke war schnell da, war sozusagen hergetrunken. Wir sind ja auch, wie du schon sagst, eine sogenannte Online-Liebe. Und wir haben uns für den Winetainment-Abend überlegt, das Thema Innovation zu nehmen. Das heißt, Kerstin wird vier unterschiedliche Weine vorstellen, die in unterschiedlicher Art und Weise innovativ sind. Und dazu haben wir uns eine ganz tolle Speakerin eingeladen, die Barbara Blensky von InnoShot, ist eine Innovationsberaterin. Und die wird dieses Buzzword, ja, was es ja in meiner Wahrnehmung zumindest ist, mit Leben füllen und uns einfach in einem kurzen Aktivvortrag nahebringen, wie wir denn wirklich Innovation auch im Alltag leben können. Genau, und dazu gibt es natürlich noch ordentlich dick belegte Stullen und volle Gläser und hoffen einfach, dass viele Menschen sich neu kennenlernen und das ein ganz toller Abend wird. Also du bist natürlich auch herzlich willkommen. Trinkst du gerne Wein? Wir hatten doch abgesprochen, dass die Frage nicht gestellt Marco, wird. Das ist live, doch, ich wollte einfach mal reinkriechen. Natürlich, doch, ich trinke sehr, sehr gerne Wein und bin natürlich jetzt kein großartiger Weinexperte, aber war auch schon ein paar Mal in Süddeutschland unterwegs, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, Weinprobe direkt beim Winzer, habe mir auch mal den Produktionsprozess hautnah anschauen dürfen. Das ist doch schon ein sehr interessantes Thema und eine Leidenschaft, würde ich sagen, auf jeden sehr Fall. Sehr schön, cool. Rot oder weiß? Lieber rot eigentlich generell, aber seitdem ich wirklich vor allem deutsche Weißweine kennengelernt habe, auch sehr gerne weiß und ein bisschen jahreszeitabhängig, muss ich sagen. Ja, das ist ja oft so, ne? Frühjahr, Sommer gerne weiß und Herbst, Winter gerne rot. Aber schön, dass du die deutschen Weißweine ansprichst. Ich bin ja sehr dafür, aus der Region zu trinken. Also ich habe vorwiegend deutsche Weine, gehe gern auch mal ins europäische Ausland. Klar. Aber konzentriere mich doch sehr auf Deutschland. Ja, die sind großartig. Ja, da gibt es wirklich so tolle Weine, das kann man echt nicht anders sagen. Sehr spannendes Thema an dem Abend natürlich. Lena, du hast jetzt angesprochen, es gibt ja auch Stullen, also dick belegte Stullen. Absolut. Eigentlich sagt man jetzt ja immer, oder so als Laie, Kerstin, Rotwein und Käse. Ist da dann Käse drauf auf den Broten oder was isst man überhaupt idealerweise? Das muss ja eigentlich zum Wein passen und umgekehrt, oder? Ich werde da immer so ein bisschen was dazu sagen, was jeweils zum Wein passt und was nicht. Ja. Wir haben die Stullen gewählt, weil ich den Wein wieder so ein bisschen bodenständig machen möchte, ja, weil ich möchte, dass Wein nicht immer direkt mit einem schicken Essen verbunden wird, sondern wieder so ein bisschen
als schönes Getränk für jedermann wahrgenommen wird. Ja. Und deswegen die Stullen einfach, ich sage immer, Wein passt zur Stulle genauso wie zum Chateaubriand. Und deswegen haben wir uns für die Stulle entschieden. Und Wein bodenständig, da sagst du was. Also ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung, ich sage jetzt keine Preise und keine Markennamen und keine Winzer, aber ich war wirklich erstaunt, was für qualitativ hochwertige Weine du bekommst, wirklich vom Winzer in Deutschland. Wenn du die Preise jetzt vergleichst mit einem Supermarkt-Weißwein, das ist oftmals wirklich unglaublich, wie gering der Unterschied ist oder teilweise sogar günstiger. Also. Natürlich in der Lieferkette ist dann nochmal mindestens eine Station, die weniger verdienen möchte. Ja, deswegen. Ja. Und ich finde, es lohnt sich immer zum Winzer mal zu gehen und sich das anzuschauen. Das ist wirklich ganz schöne Atmosphäre auch oft. Ja. Absolut. Es sind so herzliche Menschen auch. Total. Ja. Es ist wirklich ein Erlebnis. Kann man jedem nur empfehlen. Ja. Und natürlich im Foodlab vorbeizuschauen zum Winetainment dann am 22. Da können wir natürlich noch mal ein Wort verlieren über den Standort. Das Foodlab ist dafür natürlich eine super Location, oder? Absolut. Also ich liebe den Ort total. Gehört einer guten Freundin von mir, Christine Siegemund. Die hat das vor, ja, wie lange ist das jetzt her? Seit über einem Jahr. Über einem Jahr letztes genau, Jahr. Gegründet. Mhm. Und es ist einfach eine wunderbare Begegnungsstätte. Zum einen natürlich für Food-Startups, die sich da ausprobieren können, haben Coworking-Space. Ja, Kerstin wohnt da quasi auch. Genau. Und ansonsten Kerstin ist natürlich wohnt da. Das andere wohnt. Ja. Es ist natürlich auch ein wunderbares Pop-up-Restaurant. Und wir werden oben im Café sein. Ne? Noch schön mit Ausblick über die Elbe. Wird ein toller Abend. Mhm. Kerstin, was macht eine Wein- und Genussexpertin, eine angehende, denn ansonsten so? Du machst auch Events zum Beispiel, also jetzt gerade genau. In der Weihnachtszeit zum Beispiel Firmen-Events. Also ich habe direkt in der Woche drauf, 28. und 29. auch noch eigene Tastings, für die man ein Ticket beziehen kann. Aber ansonsten konzentriere ich mich auf Team-Events, Weihnachtsfeiern für Firmen. Aber auch im privaten Bereich gerne. Ich habe eine Piaggio Ape, die zum Ausschankwagen umgebaut wurde. Sehr schön. Genau. Und die ich eben für Hochzeiten oder Firmenfeiern anbiete, mit einem passenden Wein, Sekt-Catering, je nachdem, was gewünscht ist. Perfekt, das hört sich richtig gut an. Jetzt haben wir gesagt, worum es geht, ordentlich Lust drauf gemacht, den Standort verraten, das Datum, aber noch gar nicht, wie man jetzt dabei sein kann. Also Tickets kann man noch online buchen, ein paar Restkarten gibt es noch. Absolut, genau. Einfach auf Eventbrite, Winetainment eingeben oder auf Kerstins oder auf meiner Homepage gucken oder über Instagram gehen, auf unsere Profile. Da gibt es noch letzte Tickets. Jetzt drücken wir euch natürlich die Daumen für diese Auftaktveranstaltung und wir wollen jetzt ja nicht viel Druck aufbauen, aber wenn das denn gut anläuft, ist es denn auch denkbar, noch eine zweite oder dritte Auflage davon zu machen? Unbedingt. Absolut. Ja. Also ich meine, es gibt so viele Weine, ich will noch so viel lernen von Kerstin und liebe es einfach, Menschen zusammenzubringen, deshalb gerne in die Verlängerung. Sehr schön, dann sage ich Dankeschön für den Besuch im Studio und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, danke. Marco. Gerne. Liebe Zuschauer, wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbepause. Sie können sich ja noch einen Kaffee organisieren, vielleicht schon mal überlegen, welchen Wein Sie heute Abend aufmachen. Jetzt am besten noch nicht. Wir sind gleich zurück hier im Frühcafé. Bleiben Sie gern bei uns. Bis gleich.